Das sollte fürs Erste reichen. Schicken wir mal wieder Immon. Kommt ihr da vorbei? Nö. Kommt er da vorbei? Nö. Kommt irgendjemand an irgendjemanden vorbei? So. Ich glaube, das hatten sie in Baldur's Gate 2 auch ein bisschen praktischer gelöst, dass man aneinander vorbeigehen konnte. Aber bin ich mir nicht mehr sicher. So, da scheint schon mal der Ausgang aus dem Labyrinth in Anführungszeichen zu sein. Das ist schon mal gut. Sind da zwei Türen? Hä? Das muss ein Grafikfehler oder so sein. Na gut, suchen wir nach Fallen. Oh. Das sind kleine Schalen mit Blut. Ach ja, dieser Turm. An jeder Ecke was Neues Makaberes. Riesige Topfpflanzen, an die Wände getackerte Skelette, Blutfontänen. So, was haben wir hier? Die Maske stimmt an. Schlick wird von Schlängen und Zaubern nur durchtrennt, verdampft, aber im reinigenden Feuer. Ach, Schlick wird von Schlägen und Zaubern nur durchtrennt, verdampft, aber im reinigenden Feuer. Wahrscheinlich meint das Schleim, also Schleimgegner. Oh, das wird auch praktisch. Die Maske stimmt an, Achtung, eine Falle. Die Maske stimmt an. Die Verwandlung in eine Dame kann dem Spiel eine Wendung geben. Und zwar zum Schlechten, wenn ihr der andere Spieler seid. Das kenne ich nur im Schach. Also wenn ein Bauer ganz durchgeht bis zum Ende des Spielfelds, darf er sich aussuchen, welche Figur er sich verwandelt. Und dann nimmt eigentlich jeder die Dame. Spielen wir wohl noch Schach. Na gut, das dürfte denn ja kein Problem sein. Ich bin eigentlich recht gut im Schach. So, und ein Ghoul, den will immer nicht bekämpfen. Aber der Rest ganz gerne. Was haben wir hier noch? Die Maske stimmt an. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Alle müssen vergehen, um weiter zu bestehen. Die Flammenwerferin muss getötet werden, bevor sie ihren Bogen ansetzen kann. Also müssen wir wahrscheinlich vier besondere Gegner töten, um in den untersten Bereich oder unteren Bereich zu kommen. Die Maske stimmt an. In vier Tunneln liegen vier Feinde. Ja, bringt sie alle um und das Spiel beginnt. Ist das einer von den Tunneln? Anscheinend. Na gut, dann sollten wir uns aber vorbereiten. Erstmal sollte Karl nicht festgehalten sein. Das heißt, wir heilen ganz kurz. Und schlafen dann einfach neben ihm. Oh, oder auch nicht. Na gut, dann machen wir mal Eile. Und du machst mal Furchtlosigkeit. Und dann stürmen wir da mal rein. Oh, da ist ein neuer Bereich. Gut, speichern nicht möglich. Doch. Da rein. Oh, das sieht mir aus wie Feuer. Und irgendjemand darf nicht schießen mit seinem Bogen. Sie da darf nicht schießen mit ihrem Bogen, nehme ich mal an. Ah, deswegen darf sie nicht schießen mit ihr. Ach du große Güte. Wurden die beschworen? Hoffentlich wurden die beschworen, dann kann ich sie nämlich einfach entzaubern, wenn sie ihn überlebt. Entzauberung dahin ganz schnell. Na komm, 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 komm. Die sind nicht beschworen. Auweia. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Lass Düne hier in Ruhe. Und lass Minsk in Ruhe und überhaupt. Warum kriegt Minsk so viel Schaden? Oh. Langsam denke ich mir, wir hätten noch ein Level warten sollen, bevor wir hier runtergehen. Also allgemein in den Turm rein.
So, Imhol mit dem Kurzschwert auf einer von diesen Wachen ist nicht gut. Wo ist die Anführerin? Da ist die Anführerin. Wir sollten alle auf sie gehen. Und Düner hier flieht weiter. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Ah. Ah. Ja. Nee. Nee, 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 nee. So wird das nix. Quicksave laden. So. Mag ich zwar nicht, andauernd laden zu müssen. Aber was soll man machen? Also, wir wissen jetzt, wenn wir reinstürmen, schießt sie mit einem Pfeil. Das ist schon mal ein Feuerballpfeil. Was garstig genug ist. Und dann beschwört sie noch ihre ganzen Lakaien. Wie können wir das verhindern? Wir können Georgon alleine vorschicken, den kriegt nur er einen Feuerball ab. Der Rest hält sich zurück. Wo ist die Frau? Da ist die Frau. So, ihre Helfer kriegen keinen Schaden von Feuer. Dann sammeln die mal zusammen, benutzen Heldentrank. Und sie schießt schon wieder. Oh, das war aber kein Feuerballpfeil. Gucken wir mal kurz. Ne, okay. Also nur der erste Pfeil ist ein Feuerballpfeil. Heißt, jetzt können wir schön nach und nach ihre Helfer töten. Oh. Oder auch nicht. Okay, Fernkämpfer gehen alle auf sie. Du machst magische Geschosse auf sie. Wir gucken mal als Krieger, ob das wirklich unendlich viele sind. Oh, 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 oh. Na gut. Gehen wir doch mal auf die Anführerin. Ah, geh weg. Was? Ah. Was war das jetzt? Ah. Nicht speichern, auf keinen Fall speichern. Wir wollen laden, einen Quicksave. Dich. So, letzter Versuch. Wir haben jetzt dazu gelernt, dass die Wachen explodieren, wenn sie sterben. Also sollten wir die Wachen nicht töten. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, dann versuche ich irgendwie einen Weg hier rauszufinden und mache mit dem Originalspiel weiter. Oder mach irgendwas, was anderes von dem Addon, aber nicht diesen Turm hier weiter. Der ist langsam echt nervig. Aber ja, wir sollten jetzt reingehen und ich sollte aufhören zu quatschen, bevor die Eile ausläuft. So, also das gleiche wie eben. Wir laufen nah ran, damit nur er den Feuerball abbekommt. Und damit sie in den Nahkampf kommt. So. Dann locken wir sie weiter ran. Mal AI aus. Alle auf Stopp. Gerugon lockt die dahin. Geht nicht mit dem Locken. Na gut, dann gehen alle auf sie. Wir hoffen einfach mal, dass die drei hier den Fernkämpfern fernbleiben. Du benutzt mal Lähmung. Und du, hast du einen Eiszauber? Nee, schade. Kommt er später als Druide. Du hält sie einfach bereit, uns zu heilen. Wir werden auf jeden Fall Schaden bekommen. Jo, Lähmung hat funktioniert anscheinend. Aber die werden dadurch geheilt. Oder ist sie tot? Phönixwache tot. Hieß die Anführerin auch Phönixwache? Na gut, weg hier. Ja, sie scheint tot zu sein. Oh. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen die Krieger wieder da hinten in die Ecke. Trinken, wenn sie angekommen sind, jeder einen Heiltrank. Und währenddessen versuchen die Magier, also die Fernkämpfer, schon mal einen kaputt zu kriegen. Ja, du solltest nicht mit Feuerpfeilen schießen, du Nase, du. So. Da. Du Heiltrank, du Heiltrank, du Heiltrank. AI an und alle auf einen. Und Minz. Weg da. Weg, 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 weg. Ah, Inferno. Ja, wir brauchen alle einen Heiler. Jammer nicht. So, du musst auch weg. Du rennst noch weiter weg.
kannst nicht weiter weg. Du rennst dahin. Düner hier nimmt auch ein bisschen Abstand. Geh rüber und heilt sich selbst. Du trinkst auch einen Trank. Du sowieso. Der ist panisch, soll weglaufen. So, wer ist hier hinten? Khaled. Der Panische läuft zu Khaled. Gleich ist zu gleichem, oder wie? So. Und da spawnt ein neuer. Das ist nicht gut. Na gut, in dem Raum scheint hier eh nichts mehr zu sein. Also hauen wir jetzt einfach alle ab. Ganz schnell. Ich sagte ganz schnell, Khaled. Ganz schnell, bevor der dann im Feuerball explodiert. Ich sag ja, der Turm ist echt übel. So, das war jetzt die erste von vier Türen. Schön, hä? Na gut, ich mache erstmal eine kleine Pause und heil alle hoch. Wir sehen uns dann gleich nach dem Zeitraffer wieder. Das reicht mir jetzt endgültig. Also wie hier gerade die letzten, ich denke mal 20 Sekunden werden es im Zeitraffer wohl schon gewesen sein, obwohl es auf achtfacher Geschwindigkeit läuft. Wir kommen nicht mehr hinterher mit dem Heilen von den Zwischenfällen, die zwischendurch kommen. Also werde ich das Spiel jetzt pausieren und versuchen hier rauszukommen. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir in entweder Urlogsbeard oder in irgendeiner anderen Stadt sind. Und dann machen wir erstmal eine Weile was anderes, bevor wir uns hier wieder reinwagen. Dann können wir uns vielleicht noch ein paar Flammenstrahlstäbe für Jahira holen und mit Glück noch ein Level machen. Weil bei Immun waren es 40.000 bis zum nächsten Level ab. Das war ein, zwei Ebenen weiter hoch. Und da habe ich gemutmaßt, das schaffen wir in diesem Spiel nicht mehr und so weiter. Jetzt sind es nur noch 24.000. Also ja, ein, zwei Level könnten sogar noch drin sein. Na gut, aber ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann außerhalb von diesem grässlichen Turm wieder.